Hallo und herzlich willkommen bei Radio Vom aus Tongendorf Stadt. Wir sind hier nicht bei irgendeinem Spiel. Wenn wir hinter uns schauen, wir sehen die weibliche B-Jugend. Und hier steht der Trainer der weiblichen B-Jugend vom SVT Neumünster, Marcel. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, wir sind hier nicht bei irgendeinem Spiel, sondern bei einem ganz besonderen. Was ist das für ein Spiel? Genau, wir spielen heute gegen den aktuellen kanadischen Meister, der U18. Die waren letztes Jahr schon bei uns. Dieses Jahr sind sie wieder für eine Woche in Deutschland und wir haben halt über Facebook, über Olaf Schimpf, den Trainer, Jugendtrainer von VfL Bad Schwartau, Trainingsmöglichkeiten gesucht, also Spielmöglichkeiten. Wir haben gesagt, das hat uns letztes Jahr so viel Spaß gemacht, haben uns spielerisch vor allem weitergebracht und es war ein guter Kontakt zu anderen Handballsportlern, haben wir gesagt, wir machen das nochmal. Bei uns ist auch Michael, der Frauen-Nationaltrainer Kanadas. You are on a development tour, yeah. I think. What are you expecting from this journey to Northern Germany and Europe? So this is from an area called Alberta in Canada. So what we do is these are all players that have started handball, the first year of handball. So we take them to Europe for them to learn more about handball, to get more interested in handball, to develop their skills and to see the world. It's the way that we promote our sport in Canada, in our areas. What is the situation of handball in Canada? I think in the US, it's not that popular. Oh, we are in big danger here. It's not as popular as maybe in Europe or Northern Germany. Can you give us a little impression of the situation of the sports in Canada? Well, in Canada, in our area, in Alberta, it's growing a lot. Now we have kids playing from the age of about 9-10 years old. And we have it in the school systems now, and we're trying to grow it more. But in the last 10 years, it's grown a lot. We're in our area. We have, 10 years ago, we had maybe 150 players, so now we have about 3,000 players. Also er sagt, es waren mal 150 Spielerinnen und Spieler, jetzt sind schon an die 3000, das ist in den Schulsystemen mit drin. Und diese Reise soll einfach dafür gut sein, dass die ja ihre Fertigkeiten im Handballspiel ein bisschen verbessern. Wird das noch eine weitere Reise im nächsten Jahr geben? Also ich gehe mal davon aus, dass sie wieder zu uns kommen. Wir versuchen immer eine Gegenreise zu planen. Okay. Das Problem ist halt die immensen Kosten. Wir haben halt nicht wie andere Vereine diesen großen Background. Wir haben zwar zwei, drei gute Sponsoren, die uns regelmäßig mit neuer Ausrüstung, heißt sprich Trikots oder auch Bällen ausrüsten. Aber das ist halt, wir sind halt eine weibliche B. Junger Jahrgang, wir spielen nur Kreis-Oberliga, wir sind halt nicht kein Stützpunkt Buxtehude, Dormagen, Leverkusen, das einfach mal finanziell, das müssen halt die Eltern und wir reden davon um mal 2.000 bis 3.500 Euro. Jetzt ist ja das eine Auswahl, kein Verein hier, eine Auswahl vom Team Alberta. What are your next destinations here in Northern Germany and Europe? We have another group, we're going to Norway on Monday for one week. Okay. So we're going to play exhibition games and a tournament in Norway. Okay, and also a trainings camp? Yeah, with a training camp. Okay. Yeah, so this is the way we promote our game, is by coming to Germany, Norway, to play games like this, to improve our skills and to have the players get more interested in handball. Alberta. Yes. The name says everything. Handball is improving. Can we say that? Yes, very much, yes. Danke, dass wir kommen durften. Ich finde das eine großartige Sache. Wir können mal ein paar Bilder noch mal zeigen von diesem tollen Handballspiel und dann have a wonderful journey. Thank you. And euch viel Erfolg weiterhin. Thank you. Das war Radio Vom aus Tongendorf Stadt. Bis bald. Ciao.